Okay, ich fühle mich so schwer. Vielleicht sollte ich mich einfach weiter ausruhen. Huh? Also, worüber wolltest du mit mir reden? Sprechen? Wegen der beiden Hybriden und der Titanomaschine. Du weißt Dinge, die eigentlich nur Paladine wissen können und sogar noch mehr. Stimmt, besonders wenn es um die beiden Hybriden geht. Aber warum? Weil sie künstliche Lebensformen sind, die ich gemeinsam mit einem gewissen Mann erschaffen habe. Künstliche Lebensformen? Erschaffen? Sie hat beide erschaffen? Dieser Mann erzählte mir auch von den Titanomachinen, und das war vor 9 Jahren. Vor 9 Jahren? Da fällt mir wieder ein, was Schokolade erzählte. Es ist auch 9 Jahre her, dass Red und sein Dark plötzlich vor dem Waisenhaus standen. Hey, ich weiß nicht, ob ich das wirklich hören sollte. Zur gleichen Zeit wurde auch Lemures Siegel schwächer. Und vor 9 Jahren vollzog ich auch zum ersten Mal das Ritual. Zufall? Das alles kann doch kein reiner Zufall sein, oder? Vor 9 Jahren testeten wir die Leistung der fertiggestellten Hybriden. Es war ein Test, um zu sehen, ob sie wirklich eine Titanomachina erwecken könnten. Deshalb also wurde das Siegel schwächer? Ich fasse es nicht. Von unseren unzähligen Schöpfungen blieben nur 3 funktionsfähige Hybriden übrig. 2 davon waren ein voller Erfolg. Wir gaben ihnen die Namen Nero und Blank. Der dritte allerdings war ein Misserfolg. Nein, ich will das nicht hören. Willst du etwa sagen, dass dieser Misserfolg konnte vor seiner Zerstörung in einen Roboter namens Dark fliehen? Okay, das ist besiegelt. Zwar entkam er, aber vorher konnten wir noch sein Gedächtnis löschen. Und das war Brett? Das war ich, oder? Ja. Du bist ein Hybrid, den ich vor 9 Jahren erschuf. Ach, ist das nicht toll? Ich bin ein echtes, voll ausgewachsenes Monster. Nein, Red, das bist du nicht. Das muss ich erstmal verdauen. Lass mich bloß in Ruhe. Abby, ich glaube niemand. Mich eingeschlossen, wird dir das jemals verzeihen können? Ich weiß. Ich selbst kann es mir noch nicht mal verzeihen. Wer könnte schon? Ich bin ein Hybrid. Genau wie diese beiden. Nur, dass ich defekt bin. Hey Red, hast du schon alle Tests abgeschlossen? Red, ist alles okay? Nichts ist okay. Sag mal, sollen wir einen kleinen Ausflug machen? Was hat Melville dir denn erzählt? Naja, sie sagte. Dun 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 dun. Und das war's. Oh, echt krass. Hey, ist das alles, was du dazu sagen kannst? Krass? Ist ja nicht so, dass du auf einmal jemand bist, den ich nicht mehr kenne, oder? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr derselbe bin wie vorher. Apropos, wie vorher? Erinnerst du dich noch an damals, als du ins Waisenhaus kamst? Ich spielte die große Schwester und schleppte dich überall mit hin. Stimmt, und ich weiß noch, dass die Leiterin des Waisenhauses total nett war. Lass uns nach Basalt fahren, dort gibt es doch ein Waisenhaus, oder? Ja, schon, aber warum? Okay, dieses Waisenhaus war nicht unseres, aber es wird dir helfen, dich zu erinnern. Und ich wurde gestört. Außerdem wird es dir bestimmt gut tun, der Direktorin vom Waisenhaus zu helfen. Nur meins. Ich kann immer noch nichts mit dem Dark machen, oder? Kabine? Hab ich alle Musikdinger? Ja, ich hab alle. Warte, neue Quest, kann ich die machen? Oder sind es... Warte, warte, warte. Das sind...
Ich weiß, was für eine Quest das ist. Hier sind die Quests, die du da annehmen kannst. Pharao-Quest, ich wusste es. Ich mache erstmal das da. Gerade weil Pharaos dunkelste Stunde geschlagen hat, wollen wir mit einem Quest, das im Park stattfindet, die Stimmung der Leute heben. Oh ja, das wird ein Spaß. Ich werde meinem Quest mitmachen. Bitte geht zur Ansagerin im Park, um Näheres zu erfahren. Also dann, viel Glück. Okay, ich muss jetzt aufpassen, dass ich keinen Fehler mache bei dem Quiz. Weil, ein Fehler, ich muss diese Quest dann nochmal machen. So oft wie es geht. Und darauf habe ich keinen Bock. Ja, da ist die Ansagerin. Hallo, ich möchte an dem Quiz teilnehmen. Ah, wir haben einen neuen Herausforderer. Willkommen beim Pharao-Quiz. Im Pharao herrscht hart Zeit, aber gerade dann sollte man sich an einem Quiz erfreuen. Wir wollen die Stimmung heben, also sollen wir Spaß und gute Laune nach Pharao zurückbringen. Kann ich gut verstehen. Ich bin dabei, sich an einem Quiz zu erfreuen. So ein Schuss. Was ist denn mit dir los? Emo Girl, ein echtes Quiz ist ein Kampf mit sich selbst. Der Kampf, das eigene Wissen freizuschalten. Aber so einer wie du könnte das niemals verstehen. Ich glaube, mit der ist nicht gut Kirschen essen. Beginnen wir nun mit der Quiz. Bist du bereit? Jederzeit. Ich werde hier ein bisschen cheaten, sage ich jetzt schon. Okay, fangen wir an. Ich werde jeden platt machen. Also ich werde hier ein bisschen cheaten, werde ich jetzt schon sagen. Endlich ist es soweit. Leute, das Pharao-Quiz. Ich bin bereit. Ich werde gewinnen. Sieg für Shetland, du Hurensohn, was machst du hier? Fang hier an, Mann. Was mache ich eigentlich hier? Erster Beste. Oh, das sind ganz schön viele bekannte Gesichter. Ihr seid alles Loser. Der Sieg wird mein sein. Das Quiz läuft nach dem Multiple Choice Verfahren. Wer eine falsche Antwort gibt, scheidet sofort aus. Also vorsichtig. Hier kommt die erste Frage. Zuerst werde ich nun einen Artikel über Pharaos Fashion vorlesen. Es ist etwas länger, aber merken Sie so viel wie möglich. Das Pharao Dekolleté, diese Woche. Haltet euch gut fest, hier kommen die abgefahrensten Trends, die das Herz des Fashionhundes im Pharao hier schlagen lassen. Fangen wir beim Essen und Trinken an. Gesunde Kost ist im Moment der Renner und im überflüssigen Funden Herr zu werden. Und natürlich gibt es ein Getränk, den der Markt beherrscht, wie kein zweites. Das bittere Nachgeschmack, der den richtigen Wachmacher kriegt. Grassaft. Lange war der Wundersaft die Nummer 1, aber nun hat der Grassaft in ihren Rang abgelaufen. Als nächstes geht's weiter mit Musik. Kokona, der größte Star der letzten Jahre, ist nach wie vor nicht aufzuhalten. Wie wird es hier schaffen, zur lebenden Legende zu werden? Am Musikhimmel geht seit kurzem noch ein weiterer Stern auf. Das Duett Lien. Ihr neuer Song bei einem Schweif ist ein Riesenhit. Auf die Band muss man ein Auge machen. Ja. Das war's vom Pharao und Culture. Ja, okay, jetzt kommen die Fragen. Hier kommt die erste Frage aus der Kategorie Musik und Kunst. Wer war der berühmteste Sänger in den letzten Jahren? Ja, berühmteste Sänger. Kokona war das. Und die richtige Antwort lautet Kokona! Ja, ich wusste es. Oh nein, ich bin schon raus. Lien sind erst seit diesem Jahr erfolgreich. Letztes Jahr war Kokona in aller Munde. Wünschen dir auch noch für dieses Jahr alles Gute. Das war viel zu leicht. Los, weiter. Nun kommt die zweite Frage, dieses Mal aus der Kategorie Essen und Trinken. Welches Getränk verkauft sich derzeit am meisten? Okay. Grassaft. Die richtige Antwort wäre Grassaft gewesen. Puh, beinahe hätte ich daneben getippt. Wieso das denn? Ich muss nach Hause gehen. Der Wundersaft und der Grassaft sind beide sehr beliebt. Aber dank des Gesundheitsbonus hat im Moment der Grassaft die Nase vorn.
Ich kann den Saft allen, die ihn noch nicht probiert haben, wärmstens empfehlen. Pa, und das soll noch eine Quizfrage sein? Bevor ich die dritte Frage stelle, lese ich noch einen weiteren Artikel vor. Gut zuhören. Aus dem Tagebuch eines Jägers im Pharao. Es sind einige Monate her, seitdem ich die Kovas verließ. Damals, als Bruno noch der Gildenmeister war, lag uns die Welt zu Füßen. Keine andere Gilde hatte 4 Kriegsschiffe, deren Flugschiff die Golden Rohr war. Aber der Barset-Vorfall händelte alles. Das Kriegsschiff, auf dem ich war, wurde abgeschossen. Ich überlebte knapp und beschloss, nach Pharao zu gehen, anstatt zu den Kovas zurückzukehren. Ich habe gehört, dass Opera nun die Kovas anführt, aber das bedeutet mir nichts. Der Jäger ist Quebec, wollte ich nur kurz erwähnen. Die Rolle des einsamen Wortwitz passt einfach besser zu mir. Ich werde heute wieder zum Aussichtspunkt gehen, um Bauteile für meinen Roboter zu kaufen. Auf dem Heimweg werde ich mir mit der Verkäuferin am Blumenladen an der Festungsstraße reden. Oder vielleicht mit dem Mädchen, das in der Nähe des Parks wohnt. Oder vielleicht. Pharao ist wirklich eine tolle Stadt. Ich habe jetzt so keinen Plan, was die richtige Antwort ist. Also kommt hier die dritte Frage. Sie ist nicht ganz ohne. Wie viele Kriegsschiffe haben die Kovas derzeit? Das sind die 3 Antwortmöglichkeiten. 3. Boah, verdammt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich an der Antwort nicht ganz unschuldig bin. Von einem Monat haben die Kovas 4 Schiffe, aber jetzt sind es nur 3. Ich gebe nach wie vor keinen Kommentar ab, was mit dem 4. Schiff passiert ist. Das habe ich ja wohl abgeschlossen. Ach, ich kann nicht glauben, dass ich auf die falsche Antwort getippt habe, Mann. Gerade du hättest das wissen müssen. Pipi leicht, weiter. Hier ist die 4. Frage. Wo befindet sich das Geschäft? Oh. Wartet. Okay, Aussichtspunkt. Die richtige Antwort auf die 4. Frage lautet Aufsichtspunkt, ganz klar. Hab ich's doch gewusst. Ich sollte wohl ein wenig Sightseeing machen, bevor ich heimkehre. An alle, die ihren eigenen Roboter haben, nehmen Sie die Anpassung vor. Das Geschäft im Pharao hat die besten Bauteile überhaupt. Schauen Sie doch mal rein. Vielleicht geht's mit der nächsten Frage weiter, aber sehen wir zuerst mal nach, wer noch dabei ist. Ist doch klar, dass ich noch dabei bin. Hä, etwa die? Man höre und staune, es sind nur 2 Teilnehmer. Bald nur noch einer. Ich mach dich platt. Wer wird am Ende übrig bleiben? Merken Sie sich den nächsten Text gut. Pharao ist von Zügen geprägt, deswegen dreht sich der nächste Zug rund um die Bahn. Oh, besser gehen. Pharao durch ein Zugfenster betrachtet. Wir redeten mit dem Schaffner, der Schardin, dem Hochgeschwindigkeitspersonenzug der Insel. Schon als kleiner Junge wollte ich unbedingt Schaffner werden. Als Kind interessierte er sich nur für die Züge und sein Lieblingsbuch war der Fabler. Er verriet uns auch, dass er die 20 regulären Personenzüge und den 5 Güterzüge dem Schaden vorziehen würde, da sie den Grundtransport für alle auf der Insel versicherten. Er könnte sogar alle Züge mit Namen benennen. Auch heute ist es wieder im Einsatz, damit wir alle unser Ziel auf der Insel erreichen. Hier ist die 5. und möglicherweise auch alles entscheidende Schicksalsfrage. Wie viele Personenzüge gibt es in der Pharao? Denken Sie in Ruhe nach, das könnte die Entscheidung bringen. 21. Die Antwort auf die 5. Frage lautet... 21 Züge! Ich hab's geschafft! Oh. 20 reguläre Personenzüge plus den Hochgeschwindigkeitszug Schadin ergibt 21. Die Güterzüge befördern keine Personen, deswegen zählen sie nicht. Das kann ich nicht so hinnehmen. Tut mir leid, Kleine. Ich habe nicht gegen dich verloren, sondern gegen mich selbst. Damit ist der Wettbewerb entschieden. Unser Sieger ist Red, der Jäger. Konfetti für alle. Red, wem möchtest du diesen Sieg widmen? Ey, meine Mama, meinem Papa. Darum möchte ich mal kurz nachdenken. Mal sehen. Okay, das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hey? Eines Tages werde ich dich platt machen. Vergiss es, Schlampe. Vergiss es. Mich besiegst du nicht. Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, das war ein ziemlich großer Spaß. Gut gemacht, Red. Wir haben ein Vermögen gewonnen. Aber sicher. Und wir haben diese Quest geschafft. Yay. Und wir sehen uns im nächsten Part.